Ja, hallo. Auch von mir, ich bin der Kurti vom Bund für Geistesfreiheit und von dem freien Theaterensemble Ü-Theater, wo wir uns schon seit vielen, vielen Jahren für eine Erinnerung an den Elementar einsetzen und auch Recht auf Stadt, das gehört alles irgendwie zusammen. Okay, also ich weiß noch gut, wie mir der Name Elementar zum ersten Mal begegnete. Ich arbeitete damals im Studentenwerk Niederbayern Oberpfalz an der Uni. Dort gab es ein Theaterhaus, das drittgrößte in Regensburg. Aber weil es im Grunde keinen Namen hatte, wurde es in der Öffentlichkeit als eigenständige Einrichtung kaum wahrgenommen. Ich war daher auf der Suche nach einem eindeutigen Namen dafür und überlegte, es nach einem Regensburger Künstlerinnenpersönlichkeit zu benennen, die ein Opfer der Nazis geworden war. Da habe ich dann viele Literatur gelesen und in dem Buch von Wilhelm Kick, Sag es unseren Kindern über den Widerstand in Regensburg, las ich zum ersten Mal den Namen Elementar. Ich war erstaunt, dass sogar einer der berühmtesten und meistgespielten deutschsprachigen Theaterautoren, Bödern von Horvath, ein Stück über Elementar geschrieben haben. Und fast erschüttert war ich darüber, dass ich bisher nichts von dieser Frau gehört hatte. Eine Lehrerin an der Volksschule, von der Tann-Volksschule, deren Tod 1930 die Bayerische Volkspartei, Vorgängerpartei der CSU, in Zusammenarbeit mit Nazispitzel und der politischen Polizei, der damalige Verfassungsschutz, zu verantworten hat. Auch der katholischen Kirche war die Freidenkerin ein Dorn im Auge. Ich unterbreitete den Vorschlag, also die Benennung nach der Lehrerin, über die Ödön von Horvath ein Theaterstück geschrieben hat, den studentischen Theatergruppen an der Uni, die das Theaterhaus bespielen. Also muss man immer unterscheiden, Theatergruppe, Theaterhaus. Und was soll ich sagen? Alle Gruppenvertreterinnen der ungefähr 10, 15 Gruppen waren begeistert. Es kam sogar der Vorschlag, in einem von den Theatergruppen gemeinsam erarbeiteten Theaterstück die Benennung ordentlich zu feiern. Es kam jedoch anders. Ich fiel beim Studentenwerk in Ungnade und wurde aus dem öffentlichen Dienst hinaus gemobbt, nach Strich und Faden. Trotzdem blieb ich dem Studentenwerk mit meiner freien studentischen Theatergruppe, Theaterensemble Ü-Theater, erhalten. Das hat ja noch gar nicht gepasst, aber hat mich nicht einfach so auszuschmeißen können. Mit diesem reichte ich 2007 den Vorschlag ein, das Theaterhaus an der Uni, im Studentenhaus, Elementar Theater bzw. Elementar Theater an der Uni zu nennen. Der Vorschlag wurde übrigens von zahlreichen namhaften Regensburger Persönlichkeiten unterstützt mit Unterschrift. Von der ehemaligen Oberbürgermeisterin Christa Mayer, SPD, bis hin zum DGB-Vorsitzenden, damaligen Willi Dürr. Vom Theaterautor und Regisseur Josef Berlinger bis hin zur Kinoinstanz Dr. Medard Kammermeier. Von allen Fraktionsvorsitzenden im damaligen Stadtrat, außer der CSU natürlich, bis hin zum Freundeskreis Israel. Von Dieter Weber, dem damaligen Leiter des evangelischen Bildungswerks, bis zu Max Hutzler, Sprecher der katholischen Friedensbewegung. Von den sozialen Initiativen bis hin zum Sprecherinnenrat der Uni. Also wirklich eine ganz enorm erstaunliche ErstunterzeichnerInnenliste, die dafür waren, dass das Theater an der Uni, Studententheater, wie es auch immer genannt worden ist, Elementar Theater heißen soll. Wer aber nicht unterschrieben hat, waren die studentischen Theatergruppen. Keine einzige, die doch vorher so enthusiastisch dafür war. Ich habe jetzt diese Anfangsgeschichte ein bisschen ausführlicher erzählt, weil die symptomatisch ist für das Gedenken bzw. Nicht-Gedenken an Elementar. Es ist die Geschichte von widerlichem Opportunismus und scheinheiligem Unterstützertum. Die gleichen, die selbstverständlich für die Erinnerung an Elementar sind, sind plötzlich strikt dagegen, wenn in der Hierarchie obenstehende, also meist Menschen aus der CSU oder kirchennahen Kreisen, etwas dagegen haben oder sie selber dann in verantwortlicher Position das Gedenken umsetzen könnten.
Die jetzige Oberbürgermeisterin beispielsweise, Mal Schwarz-Fischer, SPD, hat damals auch für ein Elementaktheater an der Uni unterschrieben. Das war so noch genau, das war unsere Veranstaltung auch für die Menschenrechte, Jubiläum des Grundgesetzes am Bismarckplatz, hat die Frau Mal Schwarz-Fischer unterschrieben. War ich anwesend. Als das Ü-Theater wegen seines Engagements für Elementar aus der Uni geschmissen wurde, mit Polizei, mit Gerichtsverhandlungen und so weiter, ich soll es auf die Homepage von Recht auf Stadt zum Beispiel nachlesen, kam von ihr kein Wort, auch nicht von den anderen UnterstützerInnen. Ja? Sie, Frau Mal-Schwarz-Fischer, positionierte sich im Stadtrat sogar offen gegen den Antrag, die nach dem Antisemiten, Bauernschlechter, Frauenfeind und so weiter benannte Dr. Martin-Luther-Straße in Elemann-Strack-Straße umzubenennen. Auch da war sie dagegen. Ja, sie und die SPD haben es nicht einmal geschafft, die nach dem Nazi Hans Hermann benannte Schule nach Elemann-Strack zu benennen. Und dies, obwohl in einer Online-Umfrage der Schule fast doppelt so viele für Elemental stimmen als für den zweitplatzierten Namen. Die Namensgebung wurde ausgerechnet den LehrerInnen überlassen, die sich jahrelang gesträubt haben, den Nazinamen zu ändern. Damals ist eine Direktive von oben gekommen von Hans Hermann, es gibt 4 Schulen in Bayern, die haben so Nazinamen, das darf nicht sein, und erst dann haben sie sich ein bisschen bewegt. Aber natürlich haben die dann ein bisschen einen fortschrittlichen Namen abgelehnt. Also bravo SPD, nicht einmal an der Regierung habt ihr es geschafft, euer Versprechen einzulösen. Zum Glück hat Elemental Dag mit diesen OpportunistInnen nichts gemein. Sie ist nie, im wahrsten Sinne des Wortes, nie zu Kreuze gekrochen, sondern hat ihre auf den Menschenrechten basierte Selbstbildung bis zuletzt bewahrt. Dieser Mut, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, macht sie zu einem Vorbild für eine bessere Gesellschaft. Und was macht unseren Don Juan zum Vorbild? Er ist das Resultat einer Vergewaltigung, denn jeder auf körperlicher, politischer oder ökonomischer Macht beruhender Geschlechtsverkehr ist Gewalt. Das Kleinkind wurde seiner Mutter entrissen, offensichtlich hielt der Vergewaltiger, also Karl der V., die Mutter Barbara Blomberg nicht für würdig. Mit 3 Jahren haben sie ihr den Don Juan dann weggenommen. Der kaum erwachsene Don Juan steht hinter uns von mehreren Metern, auf uns herabsehend, jetzt gerade nicht, weil er verhüllt ist, mit einem Fuß, den haben wir freigelassen, auf einem abgeschlagenen Kopf. Das ist die Message, die von diesem Schandmal ausgeht. Macht von oben herab, Erniedrigung und die klare Aussage, Probleme werden am besten durch Kopfabschlagen gelöst, am besten durch Krieg und Aufrüstung. Super. Nein. Wir fordern ein Denkmal, das nicht für Mord und Totschlag steht, sondern für Menschenliebe und Menschenrechte. Elemental Dag, hier neben mir, als Roll-up, so wie wir es uns vorstellen, anstatt dieses Schandmals soll die Elle hier stehen in Zukunft. Elemental Dag soll hier anstelle von Kopfabdonkschwan mitten unter uns stehen und uns anlächeln. Ich möchte am Schluss Elemental Dag selbst das Wort geben, und wir wissen, bei Elemental Dag waren es nicht nur Worte, sondern sie lebte danach, aus ihrem Tagebuch. Nun fällt mir alles leicht und alles versteht sich von selbst und alle Kräfte stellen sich ein, seit ich den Urquell des Lebens erkannt habe und den Weg des Menschenrechts gehe. Der Weisheit letzter Schluss ist die Milde und die unversiegbare Liebe. Dankeschön. Bravo.